hier. Wie war der Auftritt der Entscheiderfabrik auf der Medica in diesem Jahr? Ja. Die Entscheiderfabrik auf der Medica 2014 war wirklich erstklassig. Wir hatten am Donnerstagabend eine hervorragende Verleihung des Preises Unternehmens Klinikführer 2014 hinsichtlich Business IT Alignment. Der Preisträger in diesem Jahr war der Hubertus Jäger von der evangelischen Klinikgruppe Ediakon, der den Pokal, die Auszeichnung dann entgegengenommen hat von Herrn Dr. Ralf Michael Schmitz von dem Klinikum Stuttgart, der den im letzten Jahr zusammen, also in 2013, zusammen mit seinem CEO, den Herrn Herter bekommen hat. Herr Jäger hat dann auch gleich seinen IT-Chef, den Herrn Forchheim, mit auf die Bühne geholt. Und ja, ich denke mal, das war für alle Beteiligten ein Höhepunkt der diesjährigen Auftritt der Entscheiderfabrik auf der Medica, so wie man so sagt, so schön bergfest. Ja, wir hatten in unserer IT-Session am Donnerstagvormittag 234 Teilnehmer. Wir hatten über die Tage 834 oder 840 Personen, die uns aus dem Krankenhausbereich, Entscheider, Krankenhausleitungs- und Krankenhausführungsebene, das Entscheiderfabrikareal mit Gemeinschaftsstand und Lounge besucht haben. Wir können das immer daran sehr gut ausmachen, weil wir nämlich diese VIP-Karten vergeben, diese Entscheiderkarten, und die müssen sich die Leute ja abholen und dann werden sie nochmal in die Lounge kommen, und da darf halt auch nicht jeder rein, sondern nur wer Mitglied ist und halt aus dem Krankenhaus Leitungs- und Führungsebene kommt, dann müssen die abgeben und so. Deswegen wissen wir da sehr gut Bescheid. Und ja, das ist eine wirklich schöne Resonanz. Und natürlich klasse war auch wieder zu sehen in der IT-Session, was die 13 Krankenhäuser aus der Möglichkeit gemacht haben, wieder mal 9 Monate IT-Medizintechnik-Projekte testen zu können, anstatt sie gleich kaufen zu müssen. Das ist ja natürlich für die Krankenhäuser ein Riesenvorteil. Man muss nicht gleich in den West gehen. Die eigenen Mitarbeiter sind damit involviert, sind auf dem Sommercamp und ziehen ihre Erfahrungen und können dann hinter dem Geschäftsführer, Vorstand sagen, Mensch, da hatten wir die richtige Idee, das war toll, investier mal, kauf mal. Oder halt, na, das war jetzt doch nicht so und machen wir lieber, ziehen wir das ein oder andere vor, sag ich mal so. Ne? Und von daher war das wieder eine klasse Sache. Wir freuen uns auch schon auf die Medica in 2015. Da wird das so ein bisschen umgestellt. Die Tage sind nicht mehr Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Für uns ist das sicherlich ein enormer Vorteil, weil wir dann in dem Moment praktisch, ja, wo wir nicht so die niedergelassenen Ärzte adressieren, die idealen Tage haben. Weil seien wir ehrlich, am Freitagnachmittag sollte jede Veranstaltung zu einem Ende kommen, wenn man die Entscheider adressieren will, weil die wollen immer noch mal gucken, was hat sich im Büro getan. Ne? Das ist ja halt immer so ein wesentlicher Punkt. Und außerdem werden wir nächstes Jahr auch näher mit dem VKD-Stand, also Verband der Krankenhausdirektoren, zusammengehen. Also wir haben uns so gedacht, hier Lounge, da VKD-Stand und in der Mitte der Gemeinschaftsareal. Also das wird sicherlich eine runde Sache. Und dann sind wir schon gespannt auf den Entscheider-Event im Industrieclub Düsseldorf am 11. und 12. Februar. Ja, welche 5 Themen aus den 12 Finalisten die anwesenden Krankenhausgeschäftsführer und Vorstände und Leiter von IT, Controlling und so weiter, dann unter die 5 IT-Schlüsselthemen wählen und welche mindestens 10 Krankenhäuser dann in 2015 Projekte erstmal testen können, anstatt sie gleich kaufen zu müssen.